das sieht gut aus hier. Ich habe vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wir rollen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten, es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast, irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahr wieder zum Bunker. Nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Die Fons liebes Nest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Okay, wir suchen jetzt Default, beziehungsweise seine Wohnung und holen uns das zurück, was uns gehört. Ja, wir sind also relativ nah dran. Wir müssen diesmal gar nicht so weit fahren. Schauen wir, ob wir da hinkommen. Das Rattennest heißt's. Mission zumindest. Machen wir mal einen Profiler auf. Okay, den kann man hacken. Ah ja, okay, Systemschlüssel. War doch der Skill, der uns jetzt die Bankkonten. 3.800 Dollar, sehr cool. Oh, das lassen wir mal eingehen. Nochmal 3.500, ja, Wahnsinn. Denn ja doch nette Werte im Vergleich zu vorher. Passt, läuft. Ja, gut, starten wir mal die Mission. Wir haben Defaults Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird. Ich hätte dann nichts mehr für Damien. Oh Mann, ein Volltreffer. Wo bist du? Hier ist so eine Webcam. Bin da in Zugang? Also sieh dir an, was ich gefunden habe. Okay, dann suchen wir uns mal einen Zugangspunkt. Also wahrscheinlich nicht hier im Laden. Und da können wir was sprengen, da ist eine Cam. Jawohl, da haben wir doch den Sicherheitsrouter, gehen wir da ein bisschen näher ran. Und wir dürfen hier mal wieder hacken, in Anführungsstrichen. So, machen wir das hier auf. Einmal so rum. Ja. Dann so. Da muss man was aufmachen. Machen wir zuerst so. Perfekt. Soll jetzt also Defaults Wohnung sein? Das soll Default sein? Und pack schon ein. Die sind sauer. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Sorry, Prinzessin. Angeheuert. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Na klar. Computer gefunden neben diesem funky Prototyp-Scheiß. Wo verdammt hat er das her? Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten länger. Was hast du gefunden?
Auf seinem Computer. Achso, eine Schwäche. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum. Also, am Mann. Wow. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber er ist nicht so sicher, wie er denkt. Was sagst du da? Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach beklauen? Na, der Messnehmer. Glaubt, er könnte Raymond Kenny verarschen. Er hat ja überhaupt keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Okay, na dann. Schauen wir, dass wir da wieder durchkommen durch die ganzen Gegner. Aber wir machen es natürlich wie immer. Schauen wir, dass wir das hier heben und senken. Alles klar. Natürlich, verständlich. Gut, der ist auch down. Da steht noch einer rum. Es sind doch einige mehr, als man anfangs hier auf der Karte angezeigt wurde. Ah, wir können die Cam hacken. Ah, eskortieren. Ach, wir sollten hier gar nicht sein, ha? Das machen wir doch anders. Ah, ich verstehe. Gut. Ein Momentchen. Wir haben jetzt noch einen hier. Den können wir noch. Ich rufe an, wenn ich sicher bin. Lass dich nicht umbringen. Alles klar. Wir versuchen es. Komm, beweg dich. Achso, der ist da unten unterwegs. Können wir da eigentlich einsteigen in so einen Wagen? Na toll. Wir könnten Hilfe brauchen. Fahrt auf! Verdammt, brauchen einen anderen Wagen. Die Straße, Achtung! Oh Mist. Er hat also die Hunde losgelassen. Ja, ja. Ist schon in Ordnung. So, machen wir die Poller mal hoch. Unterstützung ist da. Komm hin! Uah, Mist. Ja, 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 weiter, weiter, weiter. Fahr auf ihn drauf. Uah, da ist einiges los. Da ist echt viel los. Und er benutzt auch das CTOS. Jawohl, er jagt Dampfrohre in die Luft und benutzt Ampeln, um uns so ein bisschen in die Quere zu kommen. Das heißt, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Aber wir dürfen nämlich momentan gar nichts benutzen. Wir dürfen abhauen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, ab und zu einen Poller zu benutzen, wie vorhin, aber ansonsten... Der ist ja, er ist immer schneller. Allerdings haben wir so viele Fixer jetzt auch nicht hinter uns. Vielleicht. Komm ich von der Straße! Vielleicht sollte man die einfach killen. Ich glaube, das Beste ist, wir killen die einfach. Er hat eine Knarre. Oh, ich sehe nichts, oder? So, jetzt aber. Zack. Und.
Okay, jetzt kommt eine Granate, das heißt, ich muss mich von dort verziehen. Und lieber hier hin. Oh, noch eine Granate. Okay, Headshot. Einer ist noch da. Okay, gut, dann haben wir die Fix erledigt. Ja, ging auf jeden Fall besser. Wir treffen uns bald. Alles klar. Ja, wie gesagt, ging besser als das Fliehen. Jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking Ho. Was immer das ist, da treibt die Ford sich gerne rum. Und mehr hast du nicht? Nur ein 6 Gig USB-Stick voller Lesben-Pornos. Willst du den auch? Behalt den. Oh je. Okay, dann machen wir uns auf den Weg zur nächsten Mission. Das ist der. Wenn der Typ zuschlägt, bin ich hier. Okay, da ging es wohl um das Verbrechen. Egal, unser Ruf ist soweit ganz in Ordnung. Muss man jetzt nicht unbedingt aufpolieren. Von dem her können wir das ignorieren. Und ich würde mich auch jetzt rein auf die Story begrenzen. Aber wie gesagt, wir haben im Stream eigentlich sehr viel geschafft. Wir schauen einfach, dass wir mit der Story durchkommen. So, da geht's weiter mit die Default-Bedingungen. So, steigen wir hier mal aus. Wir geben noch kurz Skillpunkte aus. Da habe ich gesehen, dass wir noch ein paar bekommen haben. 7 haben wir noch insgesamt übrig. Und dann Scharfschütze. Ruhigeres Ziel mit Scharfschützengewehren nehmen wir auch noch mit. Ab und zu benutzen wir das tatsächlich auch. So eine Sniper. Ja, gut, schauen wir in die Mission rein. Das ist Ambrose. Nikki und ich haben uns hier gerne Filme angesehen. Jetzt ist es nur noch ein Tanzclub. Default hat uns sicher bemerkt. Ja, höchstwahrscheinlich wartet er auf mich. Okay, betreten Sie unauffällig das Ambrose Theater. Ja, genau. Ich. In der Datei steht Ihr Name als Kontaktmann. Ihr Name steht auf den Papieren. Ist Ihnen klar, dass es gegen das Gesetz verstößt, Regierungsdokumente zu fälschen? Moment! Hey, einen Moment bitte! Ja, scheiße gelaufen. Okay. Türsteher. Oder dem müssen wir wohl vorbeischauen, ob wir nicht irgendwo anders noch reinkommen. Da geht was rein. Kommen wir vielleicht über eine Cam in den Club? Okay, geht gleich los. Oh, den können wir hacken. Hallo! Fuck, hallo! Vielleicht klappt das. Okay, jetzt sind wir eingeladen. Mehr oder weniger. Wir haben uns selber eingeladen. Gut, schauen wir, dass wir da. Ah, da geht's weiter. Oh, cool. Drink. Oh, nimm doch einen, Aiden. Nein? Okay. Danke trotzdem. Oh, da können wir einiges hacken. Pierce. An Pierce, warum Default immer gewinnen wird. Weil Default die Zukunft sieht. Pierce ist zu sehr damit beschäftigt, in der Vergangenheit zu leben. Okay.
Digital Fault Fans. Du wurdest also bei Dot Connections exklusive und geheime Performance. Nur eine noch. Diese Einladung darf nicht geteilt werden. Teile sie und du stirbst. Uiuiuiui. Folge mir noch. Localhost, spinnst du Pierce? Machst du eigentlich Sport? Er spielt. Ja, mach nur weiter für meinen Freund. Folgen sie die Spur, das heißt, Default will irgendwie schon, dass er. Ja, will irgendwie schon, dass er. Dass wir ihn finden, oder? Blumen fragt immer noch nach dir, was wollen die? Tja, da gibt es einen Systemschlüssel, sehr gut. Noch einen Systemschlüssel. Folge mir. Oh, du. Jawohl, da ist der nächste. Ich bin Default Aiden, krieg die Ratte nicht. Hacken Sie Default Server. Gut, gehen wir über die Cam. Komisch ist, dass Default das nicht mitbekommt, oder? Was wir jetzt zum Beispiel in der Cam drin sind. Okay, hacken wir da uns mal rein. Hallöchen. Hi, mein Name ist Default. Mein Gott, wer zieht dich an? Okay, eindringen. Und wieder so ein ähnliches Muster, das wir vorhin schon hatten. So großes Ding. Schauen wir mal so um. Okay, gut, gehen wir einmal. Ja. Versuchen wir mal das aufzumachen. Hier am besten da lang. So. Okay. Da. Eins. Öffnen. Okay. Wird das so oder so? Immerhin schon mal drei. Soll es von da noch kommen, allerdings kommen wir da nicht runter. Das heißt, es muss von hier laufen. Was auch nicht funktioniert. Vielleicht? Jawohl. Und das nächste. Gar nicht so blöd. Findest du einen, ja? Findest du? Okay, da ist unser Ziel. Wir können das einmal öffnen, was uns aber nichts bringt. Was offen? Das müssen wir jetzt öffnen. Da kommen wir erst hier ran. Mit das ist der nächste Job, so. So. Gut, jetzt ist das offen, dann kann man das öffnen. Jetzt haben wir die Nummer 2 drauf. Wir haben insgesamt nur noch 20 Sekunden Zeit, na geil. So. Das offen.
Nö, das funktioniert gar nicht in der Zeit. Beim Zugriff zurückgesetzt. Okay. Gut, probieren wir das nochmal. Allerdings holen wir uns den Sektor dann zum Schluss. Fangen wieder in der Mitte an. Es darf sich halt nicht verbinden. Machen wir hier einmal auf. Wenn wir hier aufmachen, dann geht schon mal nicht nach unten. Gut, dann warten wir da kurz. Können wir uns erstmal um das Teil da. Und so. Mal so. Und das ist schon mal offen. Perfekt. So, dann ist das hier offen. Bleibt mal Nummer 2 und dann können wir uns jetzt um Nummer 3 kümmern. Und zwar machen wir das jetzt einmal so. Drehen. Perfekt. Weiter offen. Einmal frei. Perfekt. Da ist er doch, oder? Türchen. Ja, uns bleibt nur die Kamera übrig. Da ist also Default. Einkommen 8,6 Millionen Dollar. Hi. Folgen Sie Default. Bis zum Dach, alles klar, okay. Sind hier jetzt wieder Gegner unterwegs? Hat sich Default geschützt?